Vergangenen Samstag forderten über 40 Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus mehreren Ländern auf einem Symposium der Kampagne Don't Extradite Assange die Freilassung Julian Assanges aus einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Nach wie vor droht dem WikiLeaks-Gründer die Auslieferung in die USA und somit auch 175 Jahre Haft. Längst prangert der Schweizer Jurist und UN-Sonderberichterstatter über Folter Nils Melzer die Haftbedingungen als unzumutbar an und beschreibt Assange als Opfer psychischer Folter. Seit Jahren würden die Verfahrensrechte in diesem Fall auf schwerste Weise verletzt, um ein Exempel zu statuieren. Nils Melzer hat darüber nun ein Buch veröffentlicht. Sophie Weiland. Für die einen ist Julian Assange ein Held im Kampf um die Wahrheit. Sie fordern seine sofortige Freilassung. Für die anderen ist er ein Verräter und Hightech-Terrorist, der den Tod verdiene. Seit 2019 ist Julian Assange bereits im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Ein Auslieferungsantrag der Vereinigten Staaten wurde kürzlich seitens der britischen Justiz abgelehnt. Zu hoch sei die Gefahr eines Suizids, entschied die Richterin. Doch Assange bleibt weiter in Isolationshaft. Der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, hat im Fall Julian Assange tausende Seiten der Verfahrensakten durchforstet und ihn im Gefängnis besucht. In seinem Buch spricht er von einem der größten Justizskandale unserer Zeit. Da war ich halt vor das Problem gestellt, dass ich mit Spezialärzten einen Gefangenen untersucht habe, der ganz klare Symptome zeigt von psychologischer Folter. Ich habe die Verfahren untersucht. Ich habe gesehen, da wurden seine Rechte und werden immer noch schwerstens verletzt. Und was mich so erschüttert hat, ist, dass es so offensichtlich ist und dass es aber, wenn man die Staaten dann damit konfrontiert, dass sie das irgendwie einfach ignorieren. Und da habe ich mir dann schon Sorgen gemacht, was bedeutet das für die Funktionstüchtigkeit unseres Rechtsstaates? Ja? Wenn selbst der schlimmste Massenmörder einen fairen Prozess bekommen soll. Und bei Assange weiß man ja gar nicht richtig, was soll er jetzt eigentlich wirklich angerichtet haben. Julian Assange hat sich mit den Mächtigen angelegt. 2010 veröffentlicht WikiLeaks mit Hilfe des ehemaligen US-Soldaten Bradley Manning geheime Dokumente des US-Militärs. Unter anderem von Kriegseinsätzen in Afghanistan und im Irak. Schockierende Bilder von gezielten Tötungen von Zivilisten durch US-Streitkräfte, darunter Kinder, gehen um die Welt. Kurze Zeit später ruft Schweden einen Haftbefehl gegen Assange aus. Ihm wird sexuelle Gewalt gegen zwei Frauen vorgeworfen. Assange stellt sich in London der Polizei, kommt gegen Kaution frei. Aus Angst vor einer Auslieferung an die USA flieht er in die ecuadorianische Botschaft. Nach 7 Jahren wird ihm 2019 das Asyl entzogen und Assange wird von der britischen Polizei verhaftet. Die von WikiLeaks aufgedeckten Kriegsverbrechen wurden hingegen bisher nicht geahndet, kritisiert Melzer. Unsere Diskussion in der Öffentlichkeit ist ja ständig drüber, ob jetzt Assange ein guter Mann ist oder ein schlechter Mann, ob er jetzt ein Vergewaltiger ist oder nicht, oder ein Hacker ist oder nicht. Aber eigentlich geht es ja gar nicht um Julian Assange. Das kann ja alles sein, aber eigentlich geht es doch um die Enthüllungen, die er gemacht hat, also das Missverhalten der Staaten. Aus der Erfolgsgeschichte Julian Assanges wurde eine Geschichte politischer Verfolgung. Das schwedische Verfahren wegen Vergewaltigung wurde 2019 mangels Beweisen eingestellt. NGOs, Journalistenverbände und Politiker weltweit setzen sich für die Freilassung des Australiers ein. Mehr als 100 Prominente im deutschsprachigen Raum, darunter Künstlerinnen, Autoren und Intellektuelle, haben die von Aufdeckerjournalist Günter Wallraff initiierte Petition Assange helfen unterschrieben. Sie alle sind nicht nur um die Zukunft Assanges, sondern vor allem um die Zukunft der Meinungs- und Pressefreiheit besorgt. Der erste Journalist, der angeklagt ist unter dem Espionage Act, also es ist ein Präzedenzfall. Und es würde in letzter Konsequenz bedeuten, dass jeder Journalist weltweit, wenn er sich anlegt gegen Regierungen, und es müssen ja jetzt auch keine westlichen sein, das ist vollkommen egal,
würde es Tor und Tür öffnen, dass investigativer Journalismus als Verbrechen behandelt wird, dass Leute einfach gekidnappt, verschleppt und ins Gefängnis gesteckt werden. Und das wäre natürlich eine Katastrophe und auch das Ende unserer Pressefreiheit. Kriegsverbrechen, Giftmülldumping, Bankenskandale und Korruption. Nichts, was WikiLeaks je publik gemacht hat, hat sich im Nachhinein als falsch erwiesen. Und dennoch sind die meisten der Enthüllungen ohne Konsequenzen geblieben, betont der Schriftsteller Ilya Trojanow. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem gesellschaftlichen Spannungsfeld Transparenz und Überwachung. Wir haben kein funktionierendes Rechtssystem. Wir haben ein Rechtssystem, was nur partiell manche Menschen betrifft, meistens Menschen, die nicht wesentlich sind, die nicht mächtig sind, die nicht reich sind. Während die wirklich großen Verbrecher, große Wirtschaft, große Steuerhinterzieher, große Geldwäscher und der Staat mit seinen, vor allem wenn kriegerischen Einsätzen, die werden fast nie bestraft. In seinem jüngsten Roman Doppelte Spur schreibt Trojanow über mafiöse Verflechtungen von Politik und Wirtschaft, die von einem Whistleblower-Netzwerk offengelegt werden. Ein Roman, in dem alles wahr oder wahrscheinlich ist, wie es darin heißt. Bei uns gibt es Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Das gehört zu unserem Grundverständnis. Wenn Menschen wie Assange das in Frage stellen und sagen, teilweise sind wir sogar schlimmer, und die Kriegsverbrechen der USA in Irak, Afghanistan und anderswo waren ja tausendmal schlimmer als alles, was die islamistischen Terroristen gemacht haben, einfach quantitativ betrachtet, dann hört man das extrem ungern, weil es eine grundsätzliche Diskussion provoziert über, wer sind wir eigentlich. Juristisch gesehen ist Julian Assange kein Straftäter, denn ein Gerichtsurteil wurde noch nicht gefällt. Nils Melzer fürchtet, Assange könne mit jahrelanger Hinhaltungstaktik für immer mundtot gemacht werden, um auch andere Whistleblower zum Schweigen zu bringen. In seinem Buch warnt er, wenn es zum Verbrechen wird, die Wahrheit zu sagen, könnte uns das alle die Menschenrechte kosten. Auch Deutschland spricht Melzer in seinem Buch an als Land, das trotz seiner Erfahrung von Diktatur und Überwachungsstaat außerstande sei, ähnlichen Entwicklungen in alliierten Partnerstaaten wirkungsvoll entgegenzutreten oder auch nur eine klare Meinung dazu zu äußern.